Stellt euch vor, ihr schlagt einen Fantasy-Roman auf und lest als erstes diesen Satz: Die Götter sind tot. Danach wird ein Clanführer bedroht, eine Gruppe von Giganten stürmt herein und schnetzelt die Angreifer nieder. Guter Anfang, guter Anfang. Und genau so beginnt das Spiel The Banner Saga von Stoic Studio, gegründet von drei ehemaligen BioWare-Mitarbeitern. Innerhalb eines Tages hatten die Jungs bei Kickstarter ihr Ziel von $100.000 erreicht. Mehr als 600.000 kamen nach einem Monat dazu. Doch hat sich die Investition für die Backer gelohnt? Die Entwickler führen behutsam in das rundenbasierte Kampfsystem ein. Tabletop-Spieler fühlen sich sofort wohl, allerdings wird man zunächst nicht sehr stark gefordert. Die Kampffelder sind im typischen Rechteck aufgebaut und bieten keine Möglichkeit zur Interaktion mit der Umgebung. Es gibt auch keine Vor- und Nachteile von bestimmten Arealen. Ein wichtiges taktisches Element ergibt sich allerdings dadurch, dass die gigantischen Varl vier Felder einnehmen, die Menschen jedoch nur eines. Somit müsst ihr genau überlegen, wo ihr eure Kämpfer platziert. Im Kampf haben alle Charaktere und Gegner drei elementar wichtige Grundeigenschaften. Die Rüstung schützt vor Angriffen und blockt sie komplett ab. Durch gezielte Angriffe wird sie verringert und der Charakter erleidet dann dementsprechend mehr Schaden. Daneben beeinflusst die Eigenschaft Kraft die Stärke eures Angriffs und stellt gleichzeitig die Lebensenergie dar. Je mehr eure Charaktere also einstecken müssen, desto weniger teilen sie aus. Dazu kommen die Ruhmpunkte, mit denen ihr eure Charaktere über eine größere Entfernung bewegen, mehr Schaden austeilen oder die Spezialfähigkeiten eurer Truppe aktivieren könnt. Das reicht vom Rundumschlag über Fallenstellen bis hin zum Schildblock. Damit jedoch nicht genug. Sobald ihr eure Gruppe durch das Tutorial gebracht habt, dürft ihr die erste große Schlacht befehligen. Hier muss man genau überlegen, wie man sich und die Gruppe in den Kampf einbringt, welches Risiko man eingeht und wie sich die Truppen verhalten sollen. Jede Entscheidung hat großen Einfluss auf den Ausgang der Schlacht. Doch das Glanzstück dieses wunderschön handgezeichneten, rundenbasierten Rollenspiels sind nicht die Kämpfe oder Schlachten, sondern die Geschichte. Auf der einen Seite spielt ihr den künftigen König der Wahl, der mit einer großen Karawane und dem Prinzen der Menschen zu seiner Heimatstadt reist, um ein Bündnis zwischen den beiden Völkern zu schmieden. Auf eurem Weg begegnet ihr immer größeren Truppen des Feindes und bestreitet blutige Schlachten. Oder auch nicht. Denn ihr könnt fast immer frei wählen, ob ihr den aggressiven Weg fahrt oder eine feindliche Armee umgeht. I am in a bad way, my friend. Help me finish this fight and I'll gladly send you on your way with Dorbolar King's Tithe. Auf der anderen Seite spielt ihr den Menschen Rook, der auf der Jagd von Dredge überfallen wird. Um seine Vorräte zu sichern, attackiert ihr die Feinde und schlägt sie vorerst zurück. Schnell macht ihr euch anschließend auf den Weg zurück, um euer Dorf vor der Bedrohung zu warnen. Ihr tretet die Flucht an, um in einer nahen Stadt Schutz zu finden. Der gesamte Clan folgt Rook und bald müsst ihr knifflige Entscheidungen treffen. Wollt ihr lieber schnell weiterziehen oder macht kurz Halt, um weitere Vorräte vor den Dredge zu retten? Schlagt ihr euch auf die Seite eines Trunkenboldes oder lasst ihn von euren Clansleuten hinrichten? Jede Entscheidung beeinflusst die Geschichte maßgeblich und ehe ihr euch verseht, steckt ihr mitten in dem interaktiven Roman The Banner Saga. Wie ein gutes Buch möchte man dieses Spiel nicht mehr aus der Hand geben. Man will mehr über dieses von nordischen Mythen angehauchte Land wissen. Was hat es mit dem Tod der Götter auf sich? Warum ist die Sonne plötzlich stehen geblieben? Und woher kommen diese Dredge? Epischer könnte auch ein Fantasy-Roman aus den Federn von J.R.R. Tolkien, Robert Jordan und Co. nicht sein. Das liegt nicht zuletzt auch daran, dass alle Charaktere glaubwürdig rüberkommen. Und da jede Entscheidung die Geschichte in gewissen Aspekten verändert, erlebt hier auch jeder seine ganz persönliche Banner-Saga. Komm, ich Gott! Komm in die Hölle in der Mitte!